ziemlich perfekt in Grauen. Ziemlich ein geheimnisvoller Dialekt, würde ich sagen. Psst, nicht zu laut. Ja, ich gebe es zu. Sie haben mich durchschaut. Ich bin Detektiv auf geheimer Mission. Und die werden. Ich muss herausfinden, was Weihnachten bedeutet. Wie ich gerade sagte. Ich muss herausfinden, was Weihnachten bedeutet. Aha. Ha, ich glaube, ich bin ziemlich fertig. Also, am Weihnachten geht es um ein Rentier mit roter Nase. Die Kinder wünschen sich Geschenke. Es wird gebacken und geschmückt und alle machen es sich gemütlich. Um es auf den Punkt zu bringen, es ist ein aufwendiges Fest zum Wohlfühlen. Naja. Ist da etwas nicht richtig? Naja, jein. Ich meine, das, was Sie mir da aufgezählt haben, das stimmt schon. So in etwa wird Weihnachten oft gefeiert. Aber die Bedeutung von Weihnachten ist eigentlich eine andere. Olé, 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 olé. Ich hoffe, dass Frankreich die WM gewinnt. Ich hoffe, Argentinien gewinnt die Weltmeisterschaft. Ich finde, Messi hätte sich das voll verdient. Eigentlich mag ich ja diesen ganzen Weihnachtskitsch nicht, aber durch die Weltmeisterschaft wird das Ganze viel besser. Leider ist es morgen schon wieder vorbei. Dann werden die Weihnachtsfeiertage wieder so langweilig wie immer. Leider. Ja, es ist so schnell vergangen. Entschuldigen Sie mich, ich muss mich um meine Kunden kümmern. Was darf es denn sein? Bitte 3 Cappuccino zum Mitnehmen, danke. Das macht dann 2 Euro. Mit passenden Schuhen dazu. Du wirst Augen machen. Und in den Einladen habe ich auch noch das perfekte Geschenk für deine Mutter gefunden. Eine wunderschöne Perlenkette. Was, Schatz? Du willst gar nicht mit deinen Eltern Weihnachten feiern? Und auch nicht mit meinen? Können Sie dann bitte mal bestellen? Wir warten auch und haben nicht ewig Zeit. Seien Sie leise, das hier ist wichtig. Also, Schatz, natürlich passt das auch, wenn du nicht mit der Familie feiern willst. Ich meine, du findest meine Mutter ein bisschen anstrengend. Hauptsache, wir zwei sind zusammen. Auf einer Berghütte. Ja, das wird sicher sehr romantisch. Okay, gut, bis bald, Schatz. Wollen Sie dann bitte mal... Was soll ich jetzt mit meinem neuen Kleid machen? Auf einer Berghütte kann ich das ja wohl eher nicht gebrauchen. Aber ich brauche unbedingt neue Stiefel. Was darf denn sein? Bitte einen Pumpkin Latte Macchiato, koffeinfrei mit einer Prise Zimt und Zucker. Ein Milchkaffee also. Ja, ziemlich schlichter Laden, muss ich schon sagen. 4,50 Euro bitte. Hallo Marie, hallo Lena. Einmal das Übliche? Ja, bitte. Und endlich, wie geht's euch? Endlich Feierabend, war ein anstrengender Tag. Vor Weihnachten spielen die Kunden immer verrückt. Ja, alle sind im Stress und sind ungeduldig und gereizt. Da vergeht einem ja fast die Vorfreude auf Weihnachten. Ich hatte heute noch gar keine Zeit, irgendetwas für den Heiligen Abend vorzubereiten. Ehrlich, ich bin immer froh, wenn Weihnachten vorbei ist und ich 2 Tage ausschlafen kann. Kind müsste man noch mal sein. Da hatte Weihnachten noch was Magisches. Da hast du recht. Zum Glück ist morgen Sonntag, morgen keine Kunden. Schönes Wochenende dir. Tschüss. Tschüss. Erholt euch gut. Eine Salami-Pizza zum Mitnehmen, bitte. Wir sind ein Café. Es gibt keine Salami-Pizza. Ah, okay. Dann eine Pizza dabei. Wir sind immer noch ein Café. Es gibt keine Pizza. Haben Sie dann wenigstens einen Burger? Nein. Was haben Sie dann? Kaffee. So ein unflexibles, unfreundliches Café. Das gibt eine schlechte Google-Bewertung. B.
bitte einen Kakao und einen Kaffee zum Mitnehmen. Ich will keinen blöden Kakao. Ich will Kaffee. Ich bin schon groß. Nein, du bist doch nicht groß. Du bekommst keinen Kaffee. Ich will aber einen Kaffee. Valerie, Mäuschen, wie oft muss ich dir noch erklären, dass das Christkind nur zu braven Kindern kommt? Du willst doch ein Geschenk haben, oder? Also, benimm dich jetzt. Dann eben doch einen Kakao. Dafür bekomme ich an Weihnachten ein Geschenk mehr. Dankeschön. Und nun komm, Valerie. Wir wollen nach Hause. Ach du meine Güte. Ja, zu Weihnachten ist die Kundschaft echt speziell. Also, ich bin inzwischen sehr verwirrt. Weihnachten ist also ein Fest der Geschenke und des Wohlfühlens, aber ohne Fußball ist es langweilig. Und die Familie ist ja so ein eigenes Thema. Die Kunst sind anstrengend, ja, Weihnachten ist anstrengend. Und dann gibt es da auch noch das Christkind, welches die Geschenke bringt, aber nur den braven Kindern? Ich sehe, da muss ich Ihnen noch einiges erklären. Also, alles, was Sie da belauscht und aufgeschrieben haben, ist nicht das wirkliche Weihnachten. Wie bei einem Geschenk, es ist nur die Verpackung. Bei Weihnachten geht es eigentlich um Jesus Christus. Er ist das Christkind. Aber er ist nicht nur für die braven Kinder gekommen. Eigentlich genau im Gegenteil. Und er bringt auch keine Geschenke, weil er ist das Geschenk und bringt uns ein neues Leben. Und was mit dem Rudolf mit der roten Nase? Das hat eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun. Aber ich sehe, ich muss Ihnen noch einiges erklären. Aber gut, dass ich jetzt Ladenschluss habe. Ich würde sagen, Sie kommen mit zu mir nach Hause und wir lesen gemeinsam die Weihnachtsgeschichte in der Bibel. Und morgen können Sie auch mit in einen Weihnachtsgottesdienst kommen. Oh ja, da bin ich auf alle Fälle mit dabei. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt David.